Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Diese Samba-Schule übt bereits für die nächste Saison 2014. Ehrensache, dass sich das Prinzenpaar auch beim Training in voller Pracht präsentiert. In Brasilien kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Senhor Frederico, wie sie ihn hier nennen, schaut noch etwas skeptisch. Denn die Ansprüche an die Samba-Schule sind extrem hoch. Schließlich ist Karneval das Wichtigste für die Brasilianer. Die Karnevalssaison ist eine Zeit, in der die Menschen ihre Fröhlichkeit ausdrücken können. Menschen, denen es nicht gut geht, können ihre Sorgen für einige Tage vergessen. Karneval, das ist pure Lebensfreude. In Maceió, im Nordosten Brasiliens, ist die Samba-Truppe zu Hause. Ein beliebter Touristenort. Hier ist Senhor Frederico häufig geschäftlich unterwegs. Er ist Unternehmer und will uns etwas zeigen, was er heute bedauert. Es geht 200 Kilometer ins Landesinnere und um ein ernstes Thema, die Caatinga, ein ganz besonderer Urwald. Die Pflanzen hier vertragen extreme Hitze und Trockenheit. Die Caatinga bedeckte einst ein Zehntel der Fläche Brasiliens. Heute lassen sich die Restbestände wie dieser in einem halbstündigen Fußmarsch durchqueren. Mittlerweile ist hier fast nur noch Savanne. Und daran ist Senhor Frederico mitverantwortlich. Er ist Besitzer einer Ziegelei, für die massenhaft Bäume aus der Caatinga gefällt wurden. Dieser Baum ist typisch hier. Man nennt ihn Eisenholz. Der ist gut, weil er einen hohen Brennwert hat. Deshalb ist er für die Ziegelindustrie häufig abgeholzt worden. Leider ein schwerer Fehler unserer Generation. Es fehlte uns damals das Wissen über die Folgen der Abholzung. Mit dem Raubbau und dem Schaden fürs Klima hat er nichts mehr zu tun, wie er uns in seiner Ziegelei zeigen möchte. Sie ist eine von vielen in der Region. Die Branche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es gibt viel Ton im Umland, der in Betrieben wie den von Senhor Frederico zu Ziegeln verarbeitet wird. Seine Fabrik allein produziert 1,5 Millionen Ziegel im Monat. Und die müssen natürlich alle gebrannt werden. Das geschieht in solchen Öfen, die an die 100 Meter lang sind. Zum Heizen nutzt er heute unter anderem Holzspäne. Ein Abfallprodukt aus der Möbelindustrie. Das schont den heimischen Waldbestand. Die Umstellung lohnt sich auch finanziell, denn für das eingesparte Kohlendioxid kann der Betrieb Emissionszertifikate verkaufen. Als ich von den Emissionszertifikaten gehört habe, habe ich das anfangs nicht richtig verstanden. Ich habe auch nicht dran geglaubt. Denn wie zum Beispiel soll ich beweisen, dass ich unterm Strich weniger CO2 in die Atmosphäre puste? Aber ich habe mich im Laufe der Zeit überzeugen lassen. Allerdings war mit der Umstellung auch ein großer bürokratischer Aufwand verbunden. Überzeugen ließ er sich von ihr. Cassandra Natris arbeitet für eine Firma, die sich auf den Handel mit Emissionszertifikaten spezialisiert hat. Die Ziegelei erhält durch den Verkauf der Zertifikate rund 100.000 US-Dollar pro Jahr. Eine gute Motivation, in den Klimaschutz zu investieren. Wir wissen, niemand würde das ohne finanziellen Anreiz tun, auch nicht uns zuliebe. Unser Weg ist, über Projekte wie dieses intensiv zu reden und sie mitzuentwickeln. Und wir machen klar, dass es sozialen Fortschritt gibt oder Verbesserungen beim Umweltschutz. Wichtig ist aber auch, dass dies auf nachhaltige Weise passiert. Zum Deal gehören auch strenge Auflagen. Diese Eukalyptusbäume zum Heizen müssen aus nachhaltigem Anbau stammen. Der Eukalyptus wächst auf den Ländereien von Senhor Frederico. Der ursprünglich aus Australien stammende Baum ist in Brasilien beliebt. Er wächst schnell und hat einen hohen Brennwert. Wo er abgeholzt wird, werden neue Setzlinge gepflanzt, versichert uns Senhor Frederico. Allerdings hat der Baum einen schlechten Ruf, denn er gilt als besonders durstig.
Eukalyptusplantagen entziehen, so die Kritik, ihrem Umland viel Wasser. Wir haben das von Wissenschaftlern an der Universität für unsere Region untersuchen lassen. 2 Jahre lang wurde dazu geforscht und am Ende haben sie herausgefunden, Eukalyptus ist nicht schädlich für die Natur. Doch es bleiben Fragen offen. Derzeit erlebt der Nordosten eine der schlimmsten Dürrephasen überhaupt. Und durch die globale Erwärmung häufen sich extreme Trockenperioden in der Region. Zu den Auflagen aus dem Zertifikatehandel gehört für Senor Frederico auch, dass er in soziale Projekte investiert, zum Beispiel in die Umwelterziehung. So soll das Bewusstsein für Natur und Klimaschutz geschärft werden. Jetzt wird die Pflanze wachsen und was kommt dann, fragt der Lehrer. Früchte lautet die Antwort. Diese Generation, so hofft man in Brasilien, hat den Umweltschutzgedanken so tief in sich aufgesogen, dass sie keinen Raubbau an der Natur begehen wird. Vielleicht ist das die beste Investition für den Klimaschutz.